Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht, ich bin ein Wichtelwicht. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe gerade umgestellt, ich habe mich, dachte ich muss nochmal raus. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen zum Piercer. Habe ich bei einem Let's Player gesehen, habe mir gedacht, boah, geil, muss ich auch spielen, sobald ich einen Slot frei habe. Dann habe ich mir aber auch gedacht, ich muss unbedingt, wir tun einfach mal so, als wäre das Hintergrundgeräusche mit dem Hund. Dann habe ich mir gedacht, wie das so typisch ist, wenn Spiele ganz frisch rauskommen, würde ich gerne erstmal kurz gucken, wie bugbesessen die noch sind. Und da waren noch ein paar viele Bugs drin, die mir nicht gefallen haben. Jetzt sind sie einigermaßen raus. Und natürlich gibt es immer noch Bugs und Bunnies. Ich habe gerade ein Spiel gestartet. Habe ich nicht. Ach, ich habe nicht gespeichert, natürlich. Ja, ich wollte warten, bis das Speichersystem zum Beispiel noch verbessert wurde. Jetzt kann ich überall speichern, vorher war es so, und wenn mein neues Gebiet kommt, starten wir doch einfach mal, damit ihr seht, wie das Spiel so abläuft. Klassisches Vorgehen, sammeln. Wir befinden uns im Jahr 2035. 9 Monate sind seit den ersten Meldungen über Infizierte vergangen. Bewohner von Megastädten wurden innerhalb kürzester Zeit infiziert. Die wenigen Bewohner, die es schafften, zu entkommen, versteckten sich in Wäldern oder nahmen kleine Siedlungen ein. Die ersten Infizierten waren jedoch nicht sehr intelligent und infizierten kaum weitere. Bald jedoch wurden Nahrungsmittelvorräte und andere Ressourcen knapp. Überlebende begannen damit, Überfälle auf Städte zu planen und Vorräte und Technologie zu sichern. Solche gefährlichen, aber auch profitablen Aktivitäten begannen Resultate zu zeigen. Kleine Gruppen von Räubern begannen, Siedlungen wieder aufzubauen und widmeten sich den Bergen von Ressourcen. Diese Gruppen begannen schnell damit, das bestehende Schienennetz zu nutzen, um Ressourcen an neu gegründete Siedlungen zu liefern. Verschwinde, Katze! Und behielten im Gegenzug alles, was sie benötigten. Viele junge Menschen hatten Glück, Arbeit bei einer dieser Gruppen zu finden. Vor einer Woche schaffte ich es, einen Job bei einer dieser führenden Gruppen in unserer Region zu bekommen. Das Leben schien besser zu werden, bis zum heutigen Morgen. Oh, alle schon weg? Klingt ja nett. Was zur Hölle ist das für ein Geräusch? Sirenen? Ich leg mich nochmal hin, aber kann man hier nicht schlafen. Ist das ein Zombie? Das sieht ganz danach aus. Wer schießt hier eigentlich? Ich meine, es muss doch aufgefallen sein, dass hier was passiert ist. Ich brauche meine Schuhe, meinen Rucksack und irgendeine Waffe. Ah gut, die habe ich nämlich vorhin... Oh, Kartoffeln, die sind neu gekommen seit dem letzten Update. Man kann jetzt anfangen, selbst Sachen anzubauen. Und Wasser und lauter solche Scherze. Okay, der Baseballschläger und das Ding scheint immer da zu sein. Ich weiß nicht, ob das Ding mittlerweile funktioniert. Damit kann man Zombies von hinten erstechen, angeblich. Was ich toll finde, man kann... das habe ich noch gar nicht probiert. Split? Nee. F. Ah. Alles neben F. Erstmal ein Rucksack. Gut, hier haben wir noch einen Verband. Erstmal klassisch wichtigste, plündern. Plündern, plündern, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Schmerzmittel. Man muss mitnehmen, was geht. Denn jedes bisschen kann deinen Arsch retten. So, hier waren auf jeden Fall einige Leute. Und wie ihr seht oben, wir haben Leben, wir haben Stamina, darunter das Essen, dann das Wasser, dann der Schlaf und dann unsere Sichtbarkeit. Ich kann mich nicht durch diese Menge bis zu den Autos durchschlagen. You will be overload. So, G. Inventar war... Den Rucksack soll ich mir auf den Rücken schnappen. Und schon kann ich mehr tragen. Schuhe panzern uns tatsächlich. Eine Waffe wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Ein Erste-Hilfe-Kasten wäre nicht schlecht, wenn wir den haben. Schmerzmittel. Und der Energy-Drink. Also ist nicht alles übersetzt. Bandage, jetzt ist es überhaupt nicht übersetzt, aber
Die wichtigsten Sachen sind schon mal übersetzt. Ja, weiter. Ich sollte so viele Vorräte wie möglich mitnehmen und mich dann zum Zug durchschlagen. Der beste Weg führt zu einem Lagerbereich zu fahren. Oh, es gibt einen Hintereingang. Habe ich noch gar nicht geguckt vorhin. Aber wie gesagt, so viel mitnehmen wie möglich. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Das sind Wasserflaschen. Die kann man seit neuestem auch... Früher, anfangs war es so, dass man Wasser tatsächlich nur gekriegt hat, indem man geplündert hat. Mittlerweile hat sich das verbessert. Ach, da komme ich gar nicht raus. Und hier. Das Bad. Ich bleib hier. Eine Zeit lang, okay. Mal gucken, komme ich hier hinten denn noch irgendwo raus? Oh. Okay. Mal schauen. Ah, okay, hier kann ich nur einmal rundherum laufen. Oh, das war mir nicht mal bewusst. Probier mal, ob ich ihn abstechen kann. Ich weiß nicht, ob es geht. Mittlerweile, aber wenn ich mit dem Stilet kämpfe, da brauche ich 7 Stiche. Mit dem Baseballschläger brauche ich deutlich weniger. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Hat nicht geklappt, wie mir scheint. Dann halt so. Da ist auch schon ein schnellerer. Kein Ohr. Keine Arme, keine Kekse. Wir haben keine Autoheilung, das heißt, ich muss mir sowas behelfen. Ich bin ein bisschen schneller als die. Das heißt, ich muss das richtig ausnutzen. Das grüne Symbol da oben zeigt, dass ich Leben dazu gewinne. Geht natürlich nicht schnell. Und wenn jetzt nochmal so ein stärkerer kommt, habe ich natürlich ein Problem. Der Energy Drink füllt übrigens nicht mein Wasser auf. Der... Apropos, wie steht's mit dem Inventar? Die Granate soll ich vielleicht auch mit hochnehmen. Also hier Snacks, Essen, Bandagen, Essen, was Kleines zu essen, was Kleines zu essen. Wasser, standardmäßige Vorräte halt. Ich werde versuchen, Zombies möglichst mitzunehmen, aus dem einfachen Grund, die bringen Erfahrung. Und Erfahrung ist wichtig. Also hier. Damit kann ich hier Sachen freischalten und die da sind schlimm. Die spucken Gift. Oh, die hält aber nichts aus dafür. In ihrer Nähe bleibe ich mal lieber nicht. Er hat mich auf jeden Fall nicht getroffen, das ist gut. Ich wusste gar nicht, dass sie in Nahkampf gehen können. Wenn ich das hier... Es gibt auch Schusswaffen. Man kann übrigens nicht mehr nach hinten rennen, das ging früher. Oh! Ich brauche eine bessere Schlagwaffe. Die bringt es einfach nicht so. Und wenn hier nochmal ein schnellerer ist, wie ihr seht, kriege ich auch gerade... Hey, ich schlage mich ja doch zu den Autos durch. Aber... Nach und nach. Wow. Erwischt hat's einiges. Oh, hau dir die Pillen rein. Oh, ein Soldatenzombie. Okay, damit kann ich das nicht kaputt machen.
Den kriege ich wahrscheinlich nicht. Oh, kann ich beide. Kriegt auch Schaden, wenn man den Helm trifft, aber deutlich weniger. Aha. Kannst du mir noch wehtun? Oh, ist er nicht süß. Oh, er kann mich noch beißen. Das war mir nicht bewusst. Und wie wir sehen, ich... Level up! Ich gehe mal auf Stärke. Durch Stärke kann ich nicht mehr tragen. Da kommen immer 2 Kilo dazu, die ich tragen kann. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich will einfach nochmal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Andererseits, meine Waffen gehen langsam schon auf. Jetzt schon aus. Ui! Oh, die sind echt übel. Ich brauche eine Schusswaffe für die. Aber das kann man auch ausplündern. Ah, meine Ausdauer ist am Boden. Das ist natürlich nicht gut. Das sind auch Sachen, die man braucht von den Autos. Da ist nochmal ein Schneller da hinten. Eigentlich habe ich auf die Kisten abgesehen. Aber ich brauche unglaublich viel Zeug. Oh, Plastik. Ist das ein großer da hinten, ein Klops? Aber mit dem brauche ich mich nicht anlegen, der macht mich fertig. Den kann ich wahrscheinlich noch nicht mal mit meinen restlichen Knüppel besiegen. Ja, das scheint ein Klops zu sein. Ich könnte da rausgehen. Wahrscheinlich fahre ich besser, wenn ich erstmal zum Zug laufe. Ich weiß nicht, ob die tot sind. Hm. Das sind 2 schneller. Ehrlich gesagt, ich verzichte. Aber da könnte was Interessantes drin sein. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt schon allein hier. Wegen meiner Lootgeilheit. Auch halt. Das ist nicht mal die. Die haben sich verändert. Das war. Die Frauen waren das. Ursprünglich, die diese Giftwolken geschossen haben. Ist jetzt Bankräuber geworden? Ich schlag auf deinen hässlichen Giftbeutel. Ich quäl dich einfach mal, ja. Okay. Hat funktioniert. Ah, Autosave gibt's auch. Aber Autosave ist wahrscheinlich nicht wirklich effizient aktuell. Meine Waffe wird's nicht lange machen. Aber ich will wissen, was hier überall drin ist. Ach komm, wenn ich mir schon die Mühe mache, hier rauszugehen. Wow. Keine Arme, keine Kekse. Ah, schön, die schlagen die Sachen auf. Lass ich dich mal machen. Vielleicht finde ich da was Tolles. Mach mal ruhig weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch kann.
Ah, ich habe halt nur diese Scheißwaffe hier. Und man kann die ganze Welt so ziemlich frei erkunden, soweit ich das weiß. Oh oh, nicht gut, nicht gut. Ah. Macht um die 10 Schaden. Nein! Oh! Du bist gestorben und bald wirst du ihn Gesellschaft leisten. Ich war vielleicht ein bisschen zu gierig. Weiß ich jetzt auch, was passiert, wenn man stirbt? Das habe ich mich nämlich eh gefragt. Wieso stellst du dich direkt vorm Rechner, Mensch? Verschwinde doch mal! Das ist furchtbar mit Katzen. Greifen mit. Ich treffe die teilweise gar nicht, oder? Ich treffe den echt nicht. Die sind scheiße. Ey, das gibt's doch nicht! Ich hab das Gefühl, ich schlag echt durch die durch. Ich brauche für solche Schusswaffen, aber die kriegt man relativ. Das dauert noch ein bisschen, bis ich die kriege. Okay, das andere reicht mir, glaube ich. Okay. Mag ich nicht. Mit anderen komme ich klar, aber diese Scheiße. Kann ich mich auch mit denen hier anlegen? Bist doch nur du, oder? Die triffst du überhaupt nicht. Wow! So viel Kram. Da muss ich ein bisschen was hochnehmen. Wie schwer sind das? 3. Ah, gut. Ah. 500 Gramm Bohnen. Und dann trinken wir noch mal Wasser. Jetzt hatte ich Durst. Und nochmal ein kleiner Fisch. Und irgendwas muss ich hochpacken. Metall ist echt scheiße schwer. Ich will das aber alles mitnehmen. Ich gehe das hier nicht. Oh. Oh, das ist eine Abkürzung. Das ist unser Zug. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, Sachen zu lagern. Bandagen lasse ich mal hier. Munition brauche ich nicht. Das kann ich doch, warum nicht?
Holz brauche ich jetzt auch nicht gerade.